Ja. So, soll ich anfangen? Ja. Spiel ist natürlich das Thema Nummer eins, weil Spiel führt zur Kunst und Kunst führt zum Spiel und Kunst führt in die Zukunft und nur Zukunft ist Spiel. Und nur durch Spiel kommen wir aus den Teufelskreisen und den Zwickmühlen und dem Machtgehabe heraus, was so überall existiert. Und Kunst ist eben, wie Spiel, völlig machtfrei. Es gibt überhaupt keine Macht im Spiel. Und das ist sehr befreiend. Nicht? Keine Macht zu haben, ist sozusagen die absolute Befreiung. Und ich will keine Macht haben, persönlich. Wollte ich nie haben. Ich bin deshalb der Kunst verpflichtet und habe deshalb auch mich in die Kunst begeben, um eben überhaupt keine Macht zu bekommen. Das finde ich einfach spitze, dass ich eben Macht wegspielen kann, indem ich der Kunst vertraue. Und man sollte aufhören, Menschen zu vertrauen, die nicht mehr spielen können. Aus welchen Gründen auch immer. Es gibt halt diese schrecklichen Menschen, die nicht mehr spielen wollen, nicht mehr können und es auch anderen verbieten. Und das sind diejenigen, denen man 0,0 vertrauen sollte. Also das sollte man ganz genau beobachten, nicht? Und Kunst spielt sich eben an uns ab, wenn wir uns der Kunst nicht in den Weg stellen. Ja? Also die Kunst passiert, wenn ich sie sich an mir abspielen lasse. Ja? Also da muss ich gar nicht so wahnsinnig viel machen. Ich muss nur die Macht sausen lassen, eben nicht wie bei Star Wars, die Macht sei mit dir. Ja, es ist genau das Gegenteil, diese Macht sei nicht mit dir. Und dann können wir frei aufspielen. Ja? Weil Macht, Spiel und Kunst, das geht gar nicht. Ja? Macht zu haben, das ist das Langweiligste, was es überhaupt gibt. Und dass die Leute das immer noch haben wollen, ja? Das zeigt einfach, dass sie nicht genug gespielt haben und auch nicht spielen können und das auch noch anderen verbieten. Es gibt ja Berufsbilder, ja, in denen das Spiel absolut verboten ist. Das gibt's. Es gibt tatsächlich Berufsfelder, in denen es noch niemals ein Spiel gab. Das ist Politik und Religion. Ja? In diesen beiden Feldern ist jedes Spiel komplett verboten. Komplett. Ja? Weil es die größte Gefahr ist natürlich. Ne? Weil dort wird einem etwas vorgesetzt, ne? Man muss es glauben. Aber Glauben hat nichts mit Spiel zu tun. Ja, Spiel ist eine metabolische Gewissheit, dass ich in die Zukunft spielen muss und deshalb spiele ich. Ja? Also sieh von dir ab und mach dich nicht zum Mächtigen. Und wenn du Macht erhältst, gib sie sofort ab an die Kunst. Dann existiert Zukunft. Wenn man keine Zukunft will, dann braucht man auch kein Spiel. Und das, was wir seit Jahrtausenden erleben, ist Spielunfähigkeit und Menschen, die einem ihre Unfähigkeit zu spielen aufdrängen wollen. Dass man als Kind spielt, das kennt man ja. Ja, das ist ja bekannt. Ne? Es wird aber auch nur dem Kinde zugesprochen, dass es das dürfte.
Und der Erwachsene, nein, nein, der muss ja irgendwann mal nach der Pubertät das Spielen lassen. Ja, er soll es sein lassen. Ja? Er soll noch Olympische Spiele vielleicht betrachten und an ihnen teilnehmen. Aber das ist ja gar kein Spiel, das Olympische Spiel. Das ist ja Hohn. Wettbewerb hat mit Spielen überhaupt nichts zu tun. Im Spiel hat das Spiel zu gewinnen. Und wenn das Spiel gewinnt, gibt es keine Verlierer. Es ist wie Glücksspiel. Glücksspiel ist sehr ähnlich zu Kunst. Nur sollte man nicht erhoffen, dass man irgendwas gewinnt, sondern man muss lässig in die Spielbank gehen und sein Spiel spielen und sein Geld verlieren, weil die Bank soll ja gewinnen. Wenn man selber denkt, dass es anders wäre, dann ist man ideologisch. Ja, dann wird man politisch. Dann ist man im Glaubensbekenntnis. Aber das Glaubensbekenntnis hat überhaupt nichts mit Spielen zu tun. Ja, vorhin wurde angesprochen, dass Wissenschaft richtig ist. Und das stimmt. Spiel ist eine reine Wissenschaft. Alle großen Erfindungen sind durch Spiel entstanden und unfassbare Gegenwehr von Politikern, Politik, Religion und Religionssüchtigen. In einer Sekte ist Spielen verboten. Egal wie groß die Religion ist, sie bleibt immer eine Sekte. Ja. Und wenn man sich dem Guru anvertraut, ist man ohne Spiel und wird automatisch Mitläufer. Und Mitläufer spielen nicht mehr. Sie gehorchen einer Ideologie. Und das ist ohne Spiel. Und das ist ohne Zukunft. Und wir haben diese Typen haben eine solche Macht bekommen, dass sie uns jetzt tyrannisieren mit ihrem Angstspiel, was keins ist. Ja? Und diese Typen, die werden alle untergehen. Und das ist auch richtig so. Es ist kein Zynismus, sondern sie werden sich wegspielen. Sie werden auch nicht gewinnen. Es kann gar nicht sein, weil das Spiel wird gewinnen, die Kunst wird überleben. Es ist immer so gewesen. Es ist immer nur die Frage, wie viele reale Opfer man dafür in Kauf nehmen möchte. Die Kunst nimmt überhaupt gar keine realen Opfer in Kauf. Es gibt gar keine. Die Opfer werden gespielt. Und wenn man ein Festspielhaus hat, was ja auch Festspielhaus heißt, Richard Wagner, das hat er ganz bewusst so gemacht. Er hat uns den Hinweis gegeben, ihr müsst spielen und ihr müsst die Dämonen und das Scheußliche und Widerliche wegspielen. Auf der Bühne wird Hass, Mord, Totschlag, alles gespielt, damit ihr wieder frei aufspielen könnt, um die Zukunft willkommen zu heißen. Wenn ihr aber eure Kraft in der Realität verpulvert und dabei Millionen von Menschen über die Klinge sprengen lasst, wie auch immer, indem ihr als Politiker spaltet, als Religiosität. Ja, du bist ja nur willkommen in der Politik oder in der Religion, wenn du Deutschland spaltest. In rechts, links, Katholizismus, Protestantismus, Atheismus, Satanismus. Ja. Warum machen das Leute noch? Und warum machen da überhaupt Leute noch mit? Sind das Masochisten? Oder brauchen die unbedingt den Guru? Ja, meine Mutter ist meine totale Respektsperson, aber ist nicht mein Guru. Ja. Und Gurus sollte man wirklich nicht vertrauen, weil die wollen nur ihre Machtgelüste an einem abspielen lassen und dann eben Macht bekommen und immer mächtiger werden, um dann irgendwann mal auszurasten. Das ist noch ganz normal. Ja, und das lernen wir doch in den ganzen Filmen, dass es zu nichts führt. Nur zu realen Opfern und so weiter und so weiter. Deutschland, Europa oder die Welt in politische Parteien zu teilen oder zu spalten, das ist auch schon sowas von unspielerisch. Das ist doch komplett krank. Ja, und alle wollen sie auf der richtigen Seite stehen. In der Kunst gibt es das gar nicht. Du machst Kunst fertig oder eben nicht. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Du machst sie oder machst sie nicht. Und im Spiel ist es genauso. Es gibt nicht den besseren Spieler. Deshalb sind diese ganzen Wettbewerbe auch so völlig sinnlos. Nicht? Es gibt nur die Tatsache, du spielst oder du spielst nicht. Du machst Kunst oder du machst sie eben nicht. Und wenn du Kunst machst, dann gibt es diese Hierarchisierung gar nicht, dass du sagst, der macht sie aber besser oder der spielt ja besser. Das gibt es gar nicht. Das ist eine Chimäre. Ja? Das ist nur gemacht, um wieder Politiker zu erzeugen.
Ja? Und wenn man spielerisch die Welt retten will, das ist super. Ja? Es ist total fein, die Probleme auf diesem Planeten anzusprechen und sie aufs Korn zu nehmen. Aber warum muss man dann wieder Sekten bilden? Gruppenzwang, Herdentrieb, wieder die Straße belästigen mit irgendeiner Haltung, Meinung, Denkweise, Ideologie. Wer weiß denn, was die richtige ist? Und wenn man weiß, dass jede Ideologie falsch ist, dann braucht man doch auch gar nichts mehr zu machen auf dieser Ebene. Jede Ideologie ist falsch, es ist immer nur eine Perspektivverschiebung. Ja? Es ist völlig richtig, dass man Tiere schützen möchte und die Welt und alles. Alles super, aber muss man wieder einen Guru bebauen? Muss man wieder Mitläufer erzeugen? Das ist so unspielerisch. Muss man wieder die Macht verteilen an die angeblich die Geilen sind? Und denen muss man wieder gehorchen und beten und bumsen und gumsen und schnunzen und klunzen. Muss man wieder runter und ist das wieder das Konzept, ne? Vielleicht rettet man die Welt am besten, indem man sie einfach mal in Ruhe lässt, ja? Weiß ich auch nicht. Vielleicht haben die Gletscher auch mal Bock zu pennen und in 20.000 Jahren wiederzukommen. Vielleicht ist denen das auch echt ein bisschen scheußlich geworden, ja? Wir sind irgendwie so anmaßend und dämlich geworden und denken immer nur, in der Masse könnten wir irgendwie was erzeugen. Das Geilste ist immer das Einzelne. Das Einzelne hat immer das Geile erzeugt. Immer. Und egal, Frau, Mann, am besten S. Ich möchte ja immer S genannt werden, wenn überhaupt. Ja, Kunst ist ja Versachlichung. Es ist versachlichteste Führung. Es sind ja Objekte, die man herstellt. Kunst ist komplett objektiv, ist überhaupt nicht subjektiv, null, weil Kunst nichts mit Geschmack zu tun hat. Spiel hat nichts mit Geschmack zu tun. Spiel ist kein Geschmäckle. Also es gibt diese Vorstellung, nicht mein Spiel ist besser als deins. Nein, wenn man im Spiel versinkt, dann ist man im Spiel drin. Ja? Bist du schon drin im Spiel oder bist du immer draußen? Und der Künstler ist immer im Abseits. Das ist die Lieblingsposition des Künstlers oder der Künstlerin oder des S, des Kunstbabys. Ich sage immer Spielkind. Ja, und mir wurde das immer zum Nachteil gereicht, indem man sagt, ja, der will ja immer nur veralbern. Ja, der will ja immer nur, der meint es ja nicht ernst. Ja, der will ja nur spielen. Das ist aber eine ganz miese Technik von politiksüchtigen, ideologiesüchtigen, religionssüchtigen, gurusüchtigen, mitläufersüchtigen Typen, das so klein zu machen. Ja, wenn ein Kind spielt, das sagt meine Mutter auch, heute haben wir uns sehr lange unterhalten und auch die letzten Tage, dann ist das versunken im totalen Ernst. Um dann, wenn es müde ist, das Kind, zu schlafen und das, am nächsten Tag das nächste Spiel zu beginnen. Leider wird uns immer das Spiel als Wettbewerb angeboten. Du musst gewinnen. Die Kunst braucht keine Gewinner. Die braucht auch keine Verlierer. Die braucht einfach Leute, die Kunst machen und sich der Kunst nie in den Weg stellen. Und wenn ich Kunst politisiere, dann habe ich sie an die Politik verkauft. Und Kunst ist eben kein Kult. Es ist keine Kultur. Die deutsche Kultur, Entschuldigung, da bin ich jetzt ganz böse, geht mir am Arsch vorbei, weil die ist Klientelpolitik. Die ist dafür da, um kulturell einen Kampf zu führen gegen angeblich andere Kulturen, die es nicht wert sind oder so. Ja? Die deutsche Kunst allerdings ist der Hammer. Ja? Da kann man viel lernen. Lernen kann man nur im Spiel, wenn man den Wettbewerb beiseite lässt. Dieser Wettbewerbswahnsinn, der einen erfasst hat. Ich bin besser als du. Meine Kultur ist besser als deine. Mein Land ist geiler als das. Deins. Villa Bajo gegen Villa Riva. Wie viel separatistische Spaltung will man eigentlich noch vollziehen bei seinen Nachbarn? Soll ich jetzt auch meine Familien spalten? Rechts, links, Trump, Biden, Ukraine, Russland, Maskenträger nicht. Impfpflicht, ja, nein. Das sind alles Fangfragen. Die darf man gar nicht mehr beantworten, diese Fragen. Diese Fragen werden nur von Ideologen beantwortet, die sich genau positionieren, um am Ende als Gewinner dazustehen. Und wieder
Machtmissbrauch zu vollziehen. Diesen Typen würde ich keine einzige Sekunde mehr vertrauen. Und das Wichtige ist an alle Personen gerichtet, die lieben, beantwortet die Fangfragen nicht. Die sind so gefährlich, weil sie dich in eine Position hineindrücken, einen Druck erzeugen, aus dem du nicht mehr herauskommst. Außer, dass du auf Kosten anderer lebst. Das ist auch ein Gesetz des Spiels. Es findet nie auf Kosten anderer statt. Das Spiel ist frei. Ja? Und ein falsches Spiel darf nicht gespielt werden. Aber das ist automatisch so, dass man das nicht spielt. Man kann schon ein bisschen rummachen. Ja? Aber am Ende geht es ja gar nicht darum, ob ich jetzt der Geilste bin, sondern ob ich unabhängig bleiben kann. Ja? Deshalb bin ich auch so müde geworden, weil dieser Kampf um die Unabhängigkeit ist sowas von nervenzerreibend und auch körperlich sehr schwierig. Deshalb fresse ich auch so viel und trinke so viel, weil ich will unabhängig bleiben. Ich habe keinen Bock auf Seilschaften. Ich interessiere mich dafür nicht. Diese Typen haben mir alle so viel Macht angeboten, das kann man sich nicht vorstellen. Vor 15, 20 Jahren hätte ich so mächtig werden können und ich habe keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock, diese Seilschaft zu bedienen. Ich will es einfach. Ich will zu Hause bei Mami meine Sachen machen und mit meinen Freunden abhängen. Und ich kann nicht dies, kann prinzipmäßig alle Leute befriedigen. Und ich kann auch nicht irgendwelche gefälliges Scheiße produzieren. Das passt bei mir nicht. Manches ist toll und manches ist nicht so toll. Das ist doch normal. Das ist bei Munk genauso wie bei Leonardo da Vinci. Also das ist das Problem. Leonardo da Vinci, der ist nie ideologisch gewesen. Aber es ist auch nicht so, dass ich Kunst nur auf das beziehe, was Malerei ist oder Bilder, sondern du kannst heute im Namen des Spiels oder im Namen der Kunst alles machen. Busfahren, Konditorei, Transportwesen. Du kannst heute im Namen der Kunst Architektur vollziehen lassen, Design im Namen der Kunst machen, Philosophie im Namen der Kunst machen. Heute machen alle Philosophie im Namen der Ideologie. Und sie wollen was kopieren, was doch schon durchgespielt wurde von Hitler. Ja, da war der Nullpunkt und wir haben nichts draus gelernt. Wir sind nicht spielerisch mit dem Hitlergruß umgegangen, was ich gemacht habe und dafür habe ich gelitten. Ja, ich wollte nur was entkontaminieren, was man entkontaminieren muss. Ja, und jetzt fällt es einem auf die Füße und jetzt ist man plötzlich auch der geile Max, ne, weil man die Militärsprache, die jetzt wieder in der Realität ist, ne, die habe ich damals bis zum Exzess über meine Lippen gebracht. Und ich wurde gecancelt bis zum geht nicht mehr. Ich habe neulich mit einem Journalisten gesprochen. Er hat gesagt, die Kampagne gegen dich, Jonathan Mese, vor 15 Jahren, das war die schlimmste Kampagne gegen einen Künstler, die überhaupt jemals stattgefunden hat. Gegen Beuys auch, aber der hatte eine Entourage von 1000 Leuten. Ja, ich hatte meine Freunde, das war's. Und viele haben die Straßenseite gewechselt. Ich habe mit Schauspielern geredet, Schauspielern, ja, die mir gesagt haben, nee, das Dritte Reich, das ist so böse, das kann man nicht auf die Bühne bringen. Ja, und ich gesagt, was? Der große Diktator darf also nicht gebracht werden? Da sind die sofort gegangen, weil sie gemerkt haben, was für eine Scheiße sie erzählen. Auf die Bühne kann eben alles gebracht werden, damit es entkontaminiert wird. Die Bühne ist der Ort, wo man die Revolution oder die Evolution startet. Die Revolution brauchen wir nicht. Revolutionäre brauchen wir gar nicht, weil das ist wieder ideologisch. Revolutionäre sind immer nur daran interessiert, ihre Ideologie nach vorne zu bringen. Der Evolutionär, ja, der ist immer dabei, das Spiel nach vorne zu bringen und dann nachzureisen. Ja? Man ist Gast des Spiels. Revolutionäre, die gibt's wie Sand am Meer. Und die sind alle käuflich, alle, ohne Ausnahme. Und sich ideologisch zusammenzurotten, um die Welt zu retten, macht es nicht. Mir ist es egal, ja, ich bin jetzt hier auch kein Missionar. Ja. Wenn jemand meint, dass es notwendig ist, irgendeinem Guru zu folgen, ja bitte. Aber dann müsst ihr euch zumindest bewusst sein, dass ihr nicht mehr spielt. Ja. Wenn man das halt braucht, meinetwegen. Es ist nur so eklig, wenn Eltern ihre Kinder auch noch in diese Sekten hineinbringen. Und ihnen erzählen, das sei ihr Ausweg. Ja? Deutschland, Europa, die ganze Welt muss in ein Gesamtkunstwerk umgewandelt werden. Wir brauchen kein politisches, religiöses,
zynisches, ich-versautes Deutschland. Wir brauchen auch kein heiliges Deutschland und auch kein geheimes Deutschland. Wir brauchen ein Gesamtkunstwerk Deutschland, an dem jeder sich beteiligen kann, der die Zukunft geil findet. Und dann gibt es auch keine Arbeitslosigkeit mehr, weil jeder hat was zu tun. Ja, das ist im Gesamtkunstwerk nun mal so. Und Richard Wagner hat es schon ganz gut erkannt. Ja, das Gesamtkunstwerk gezeigt im Festspielhaus in Bayreuth war mal ein Gemeinschaftswerk. Es ging darum, dass alle Hand in Hand an irgendwas arbeiten. Wenn man in einem Festspielhaus mit 2000 Leuten das Kind kriegt, dann wird man es auch mit 20.000, 200.000, 2 Millionen, 200 Millionen und 2 Milliarden Leuten hinkriegen. Ameisen können das ja auch. Ja? Wahnsinn, ne? Wir könnten auf diesem Planeten noch ungefähr 1 Million mal so viele Menschen beherbergen, verfüttern, nicht verfüttern, sondern ihnen Futter geben und so weiter. Das ist alles machbar. Das ist nur eine Frage der Technik. Und ob wir noch Ideologien zulassen, die einfach spalten wollen und sagen wollen, du bist es wert, aber du nicht. In der Kunst ist alles wertvoll, was für Kunst da ist. Und jeder macht es auf seiner Ebene. Man putzt die Klos, die geputzt werden sollen, und andere machen halt die Regie. Ist doch nicht so schlimm. Es geht nicht um Macht, sondern da geht es einfach vielleicht um das Geeignete oder das, was einem liegt. Das ist aber nicht hierarchisch zu sehen, sondern es muss halt gemacht werden. Das ist doch nicht so schlimm. Ne? Oder Nationen sind genauso beschissen wie Internationen. Internationaler Nationalismus genauso bescheuert wie nationaler Internationalismus, internationaler Nationalismus. Das sind Wörter, die braucht kein Mensch mehr. Niemand. Und diese ganzen Nationalisten, sorry für mich, das sind alles nur Abklatsche von Adolf. Und der hat uns das doch gezeigt. Das, mehr als der kann man ja nicht bringen. Also das war das Maximum. Adolf Hitler hat das Maximum gebracht. Und jetzt kommen nur noch so kleine Abklatsche. Also irgendwie so. Weiß ich nicht, so, also so Witzfiguren. Also es ist alles Witz. Ne? Also ich habe ja mal gesagt, 1936 hätte Adolf Hitler abdanken sollen bei der Olympiade, bei den Olympischen Spielen, und seine Macht der Kunst schenken müssen. Wäre wahrscheinlich ein riesiger Sturm der Kunst durch die Welt gefegt. Ob das dann gereicht hätte, keine Ahnung. Aber die Mächtigen müssen halt endlich lernen, dass sie ihre Macht der Kunst schenken müssen, damit es überhaupt weitergeht. Solange sie ihre Macht nutzen, um wieder zu spalten, noch mehr zu spalten, noch mehr Separatismus, noch mehr Unspielerisches, noch mehr Kultur, Kultur, Kultur. Kultur ist nichts Gutes. Jedes Land, jede Nation denkt, ihre Kultur ist die geilste und muss geschützt werden. Kann man ja alles liebevoll lustig machen. Ab ins Museum und das war's. Ja? Nicht selbst an einem so wirklich ideologischen Ort wie dem Vatikan gibt es ja geile Kunst. Ja? Und das kann man ja auch bewahren. Nur der Ideologismus innerhalb des Glaubens ist so furchtbar. Und diese ganzen selbstgerechten Typen, die meinen, sie müssten einem sozusagen Spiel verbieten und die Zukunft madig machen. Die wollen alle keine Zukunft. Die sind nur rückwärtsgerichtet. Die haben einen Idealzustand. Jede Religion, nämlich die Geburt ihres Propheten. Das ist immer so. Das ist der Idealzustand. Aber das ist doch gewesen. Ja? Und dann gibt es noch diese Esoteriker, die meinen, ja, Jesus kommt zurück. Ja? Und das ist natürlich wirklich, also das ist so spekulativ, dass es wirklich mit Spiel nichts mehr zu tun hat. Spiel ist eben keine Spekulation. Ne? Wir können hier nicht also Hannussen bemühen. Ja, das ist einfach nicht möglich. Also diese Hellseher und Wahrsager und so, wenn die das als Spiel sehen, ist alles super. Okkultismus, alles lustig in der Kunst, aber in der Realität einfach nur Quark. Das ist einfach Müll. Das sind Mülltypen. Ja? Die wollen irgendeinem irgendwas erzählen. Ich will es übrigens nicht. Ich will, dass man klar Schiff macht, jeder nach Hause geht, sein Ding macht. Ich bin jetzt hier mal eingeladen worden, nicht weil ich so, weil ich irgendwie der geile Max bin, das so empfinde ich mich einfach nicht, sondern weil ich sehr viel gespielt habe. Und ich mag das Thema, ich finde es toll, es ist Wahnsinn. Also ich habe heute ganz viel gegoogelt und mich damit befasst und es ist Wahnsinn, was da alles rauskommt. Spiel mir das Lied vom Tod und Beispiel, wie ich schon gesagt habe. Und das Wort Spiel ist ja Wahnsinn, Spielsucht, Spieltrieb, alles da. Kann ich nur empfehlen, googeln. Und vieles davon ist aber falsch, ja. Nicht? Also Sport kann man spielerisch vollziehen, aber nicht in einer Olympiade. Ja? Also das ist völlig unmöglich.
Also ich kann mir Olympiade nicht mehr angucken. Ich finde es für mich kitsch. Also dass sie irgendwie ein Mensch denkt, dass es geil ist, irgendwie in 100 Metern in 9 Sekunden zu laufen. Ja, Licht ist schneller. Ja, also weiß ich nicht, das ist so menschenversaut. Das sind der Maßstab ist dann immer der Mensch, ja. Ich denke immer, nein, das ist nicht der Maßstab. Der Maßstab dieses Planeten ist eben nicht der Mensch. Der ist auch nur Gast, ja. Dinosaurier wahrscheinlich viel schneller. Ne? Und da, ich meine, wollen wir für jede Spezies eine Olympiade aufbauen? Also die Tiere haben so ein Bedürfnis gar nicht. Es gibt auch kein Parlament der Tiere, ja. Das ist so, in der Kunst gibt's das, ja. Als Geschichte ist das witzig. Aber das brauchen die Tiere gar nicht. Die haben auch vielleicht eine Bienenkönigin mal, aber die scheinen sie auch nicht zu wählen. Ne? Also wenn man etwas wählen kann, muss man sehr skeptisch sein, weil es ist meistens so mittelmäßig, dass es eigentlich einen nur in die Vergangenheit schleudert. Also das Wählbare ist eigentlich immer Ideologie. Ne? Und das muss man wissen. Ne? Auch diese Vorstellung, oh, ich wähle das Gute an die Macht, das gibt es nicht. Es gibt es nicht. Die Aussage vorhin, die Demokratie ist die beste aller schlechten Regierungsformen. Ist eine solche Horroraussage. Also ist Liebe so auch? Suche ich mir meine Partnerin oder meinen Partner und den Gesichtspunkten aus, dass ich die beste aller schlechten Möglichkeiten mir angedeihen lasse? Also ist das irgendwie überhaupt ein Maß, dass man überhaupt für sich verfolgen kann? Oh, ach so, ich gehe jetzt in ein Restaurant und esse das beste aller schlechten Gerichte. Und so, also dass es nicht diesen Traum gibt, dass es vielleicht mal eine geilere Regierungsform geben könnte, die ja eindeutig auch definiert ist. Ja, Kunst ist das, was überlebt vom alten Rom, vom alten Griechenland. Von allen Zeiten sind nicht diese merkwürdigen, miesen Religionen und politischen Ansichten übrig geblieben. Das hat immer nur ein Zeitfenster, sondern die Kunst des alten Ägypten ist übrig geblieben. Eine Grabstätte für einen Machthaber. Ja, aber der Machthaber ist tot. Und da ist auch keine Gedanken mehr von dem Machthaber drin in dieser komischen Pyramide. Ja, das ist Esoterik, das zu denken, dass in einem Picasso-Bild noch Picasso drin wäre. Also wirklich, also damit muss man wirklich aufräumen. Also wenn das jemand möchte, dem kann man es wahrscheinlich nicht austreiben. Das sind halt so, ja, so spekulative Ideologen-Esoteriker. Also ich weiß auch nicht. Also die haben wir doch vor dem Dritten Reich zuhauf gehabt. Es ist lustig, über die zu lesen und zu reden, aber dass man das jetzt wiederholen will und dann nochmal und so. Nicht? Und wenn man nochmal zu Tieren kommt oder zu Träumen, erstmal zu Träumen. Traum ist noch ein Ort, wo gespielt wird. Der Traum spielt mit dir. Es gibt natürlich diese widerlichen Ideologen, die auch schon wieder den Traum ideologisieren wollen oder den Schlaf. Sie wollen dich sozusagen politisch und religiös einschwören. Auf das, was du sein sollst, nämlich ein Mitläufer und ein Niederknier, ja, daran wird gearbeitet, Pillen, alles Mögliche. Also selbst der Traum soll ideologisiert werden und kein Spiel mehr mit dir treiben dürfen. Ja. Tiere spielen auch. Ja. Klar spielt die Katze mit der Maus und tötet sie auch zum Teil, zum Großteil wahrscheinlich. Das ist natürlich abzulehnen. Aber deshalb können wir ja umso geiler spielen, weil wir das begreifen, dass man das nicht machen muss. Also wir müssen nicht alles von der Natur übernehmen, so ist es nicht, ja. Aber wir können das übernehmen, was geil ist. Nicht? Und Spiel scheint eben für die Entwicklung von Wesen sehr wesentlich zu sein. Ja? Und Kinder brauchen das Spiel. Wenn man den Kindern das Spiel verbietet, dann verdorren die. Ja? Die werden Zombies. Ja, das haben ja auch viele Machthaber versucht. Ne? Oder dann gibt man ihnen das Kriegsspiel, aber nicht nur so als Spiel, was ja total okay ist. Ich habe auch gern mit kleinen Waffen gespielt und so, habe das aber nicht ideologisiert. Nee, aber Vorbereitung für einen realen Krieg ist natürlich wieder Ideologie und kein Spiel. Wenn man aber alles zu Spielzeug macht, ne? Also Diktatoren, zum Beispiel zu Spielzeug. Für mich sind diese ganzen Pseudodiktatoren da alle Spielzeug. Und so hat man mit denen umzugehen. Aber auch mit allen Politikern. Das ist alles Spielzeug. Das mögen die natürlich überhaupt nicht. Ja? Und Götter sind erschaffen worden von der Kunst, um mit ihnen zu spielen und sie auch wegzuspielen und ihnen ihre Zeit zu geben, die sie eben haben. Der Urknall ist ein künstlerischer Start eines Prozesses. Vor dem Urknall gab es wahrscheinlich schon mal einen Urknall, aber woanders. Ja?
diese Vorstellung, ein Gott hat mich geschaffen. Wie sinnlos, arrogant, dämlich ist das. Mich, mickrige Figur, soll irgendein Gott geschaffen haben? Oh, nee, bitte nicht. Also bitte nicht. Also das ist ja wohl. Lieber bin ich Evolution, Staub, Feenstaub und Teil des Planetensystems. Irgend so ein Partikel, das reicht doch, ist doch gut. Ja, dieser ewige, der wichtige Mensch. Ja. Mensch ist für mich auch schon ein riesiges Problem als Wort. Was ist denn der Mensch? Gibt es da nicht auch Fakes? Das weiß ich auch nicht. Also es gibt ja Diamanten, gepresste Diamanten und gefakte Diamanten. Ja, also was ist das, der Mensch? Ne? Wie will man das beschreiben? Vielleicht sollte man dafür ein anderes Wort finden. Ich sage jetzt immer Wesen. Dann zum Beispiel können Objekte spielen. Ich bin davon überzeugt. Ja? Spielen die Partikel in meinem Körper eigentlich, mein Gehirn, ja? Spielen die Neurozellen dort miteinander? Und ist vielleicht das auch das Zeichen, dass man lebt, dass die spielen? Ne? Und zwar nach ihren Regeln. Also das sind ja keine Regelwerke, die man versteht. Warum sollte ich sie auch verstehen? Die meisten Menschen sagen immer, das habe ich 30 Jahre jetzt gehört, die Diktatur der Kunst, die kann ich mir nicht vorstellen. Ja, dein Problem. Also, wenn man nur so lebt, wie man es sich vorstellen kann, dann würde es hier keinen von uns geben. Also, weil das ist Limitierung pur, ja. Irgendwelche religionssüchtigen Leute können sich überhaupt nichts vorstellen, außer ihren Glauben, der auch nur spekulativ ist. Ja, das ist auch keine, also den Dieselmotor, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir fliegen können, kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Nationalsozialismus kann ich mir nicht vorstellen. Dass Putin jetzt die Welt einäschert, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also das ist alles so Wahnsinn. Oder dass er vielleicht jetzt Gnade walten lässt, kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir die Ukraine nicht vorstellen. Ich kann mir Masken nicht vorstellen. Dreh mal eine Vorstellung. Lass die Vorstellung mal sausen. Die ist nämlich uninteressant. Das ist nämlich dein Geschmäckle, deine Vorstellung. Die leitet sich von deinem Geschmäckle ab. Du hast einen Geschmack, der aber überhaupt nichts mit Spiel oder mit Kunst zu tun hat. Dein Geschmack, lass den mal durch die Toilette absausen. Ja? Das sagt mir nichts. Ja? Ja, was? Was soll mir alles was sagen? Mir sagt ganz vieles nicht. Also für mich ist der Schrei vom Munk ein großes Kunstwerk, sagt mir aber gar nichts. Also, weil das redet ja nicht. Das ist ein Objekt. Das ist doch esoterisch. Oh, damit kann ich nichts anfangen. Das ist auch so eine Aussage. Kann ich nichts mit anfangen? Ja, warum solltest du auch damit was anfangen können? Wenn du Ideologie versaut bist, kannst du mit der Diktatur der Kunst eben nichts anfangen. Ja, wenn du religiös bist, kannst du eben mit Menschen, die nicht religiös sind, nichts anfangen. Ja? Könnte man jetzt von mir auch behaupten, ich kann nichts mit religiösen Leuten anfangen, aber die haben jetzt lang genug die Welt regiert. Das kann man ja zumindest mal sagen. Also die können ja mal irgendwann abdanken, ja? Und dann nicht immer wieder ihren Kindern erzählen, oh, das ist in Ordnung, Klientel und ja, und die Sekte ist schön, ja, und wir müssen alle gehorchen, dem und dem Typen da. Ja, und der sagt uns was und der befehligt uns und wir dürfen den sogar zum Teil wählen. Wahnsinn, toll, ja, wählen ist nicht Spiel. Also, dass du lässt ist das Spiel an dir abspielen. Es passiert einfach. Also, wer wählt, spielt nicht. Ja, wer wählt, will Ideologismus. Ja, der will, dass du sozusagen Teil des angeblich Geilsten bist, des geilsten Geschmackes von irgendeinem geilen Hengst. Das ist, wieso will man einen linkspolitischen Geschmack oder rechtspolitischen Geschmack an sich abspielen lassen? Wie kommt man da drauf? Also das ist doch durchgespielt worden von Adolf. Der hat es doch ad absurdum geführt, damals schon. Also die SA und alles. Ne? Das ist doch alles durchgespielt worden. Will man es nochmal oder will man es noch präziser? Oder will man jetzt, ich weiß es immer nicht. Ich denke immer, die präziseste Uniform, die jemals geschaffen wurde, ist die SS-Uniform oder man ist nackt. Aber das ist doch da. Also das ist auch, ich finde es auch legitim, wenn man sagt, man versucht noch eine extremere Uniform zu produzieren. Aber muss man die dann auch ideologisch einsetzen oder kann man das nicht vielleicht irgendwie anders handhaben?
Ja, also muss man wieder die Leute und alles gegeneinander aufhetzen und sagen, oh wow, und dann wird gewählt. Und dann ich bin ja nicht Realitäts. Ich bin informiert, ja. Also ich bin ja nicht irgendwie in so einer Blase des Abseitigen oder in der Blase des Außenseiters oder des Aussteigers. Also Aussteiger lehne ich komplett ab. Ja, du kannst aus der Kunst nie aussteigen. Ja. Und du musst halt das tun, was zu tun ist. Ja, ich bin im Abseits, aber ich bin im Zentrum und ich bleibe da, wo es Sache ist und wo es gemacht werden muss. Berlin, das ist doch klar. Ja, also ich gehe davon aus, dass von Deutschland wieder der Impuls ausgeht, dass das Gesamtkunstwerk installiert wird, um es dann weiter zu strahlen über Europa und die ganze Welt. Ja, warum denn nicht? Gesamtkunstwerk Deutschland über alles in der Welt. Ist doch in Ordnung, wenn es das Gesamtkunstwerk ist und nicht das Politikversaute. Dass es Leute überhaupt noch denken, dass es sowas geben könnte wie Links- oder Rechtspolitik. Das ist doch völlig unspielerisch. Hat sich doch eh alles erledigt. Ist totgelaufen. Hat sich totgespielt. Es gibt nichts mehr. Da kann man sich nicht mehr festhalten an der Reling. Die ist morsch. Also deshalb kann man es auch loslassen. Warum soll ich dann Kreuz bei irgendjemandem machen? Repräsentieren lassen ist der größte Fehler, den man überhaupt begehen kann. Niemals sich repräsentieren lassen, das kann ich nur empfehlen. Repräsentation ist der Horror. Ja, dass man sozusagen Leuten vertraut, die, sagen wir mal, ein Schaffner oder jetzt, wenn mich jemand mit dem Taxi fährt, habe ich Vertrauen, dass der mich an den Ort bringt, wo ich hin will, ohne mich an die Wand zu fahren. Aber der repräsentiert mich nicht. Es ist ein ganz, ganz großer Fehler, sich heutzutage noch von Parteien, Religionen, Gurus oder anderen Mitläufern repräsentieren zu lassen. Repräsentation ist das Schlimmste, was es gibt auf diesem Planeten. Wir brauchen es nicht mehr. Wir brauchen auch keine englische Königin mehr. Ja, wir haben den größten König aller Zeiten gehabt, Ludwig XIV. Das war der Größte. Den kann man nicht mehr kopieren und besser machen. Das war die absolute Nummer eins. Es gab den größten Märchenkönig, das war Ludwig II. Von Bayern. Den kann man auch nicht mehr toppen. Der wollte übrigens das Gesamtkunstwerk und ich vermute auch, dass Ludwig XIV. Sehr schlau war. Und der wollte auch im Grunde genommen das Gesamtkunstwerk. Das hat er vielleicht nicht so richtig rausgelassen, aber solche Typen, die gab es doch alle schon. Die kann man nicht mehr besser machen oder geiler oder so. Oder Parteien. Die extremste Partei, die es jemals gab, ist die NSDAP. Fertig. Ja, damit kann man doch jetzt agieren. Hat sich selbst weggespielt. Weg. Es gibt noch irgendwelche Leute, die meinen, ja, das müssen wir wieder irgendwas, irgend so einen Scheiß. Dann denkst du sich, ja, aber es gab es doch schon. Ja, also es wäre so, wenn ich jetzt so malen würde wie Rembrandt. Das bringt's nicht. Ja, könnte man natürlich mir vorwerfen, ich würde so und so malen. Wenn das so ist, dann muss ich mich entschuldigen. Weil das macht man nicht. Man lässt sich auch nicht mehr die Zähne mit der Zange ziehen. Also es gibt Entwicklungen in dem, was man tut, die einfach sind dann vorüber, die sind dann abgelegt, ausgereizt. Ja? Das Unspielerische ist ausgereizt. Das haben wir jetzt tausende von Jahren erlebt. Das Unspielerische. Ne? Und es hat Höhepunkte gehabt. Warum will man das denn noch? Ja? Also warum will ich Macht an Menschen abgeben? Das ist völlig wahnsinnig. Es tut mir leid, das ist Wahnsinn. Das ist so alt. Und was wir jetzt erleben, ist genau das. Man hat Macht an irgendwelche Typen abgegeben. Und da sind übrigens Frauen und Männer gleich. Ja? Das ist egal. Da kann man keine Spaltung vornehmen und sagen, ja, die einen wären besser oder die anderen. Wenn es um Rache geht, ist immer so. Ja? Und zum Beispiel Zensur. Lasst es einfach. Zensur macht wahnsinnig müde. Und spaltet alles in irgendeinen Scheiß. In der Kunst muss alles erlaubt sein. Und ich kann doch nicht mit meinen Befindlichkeiten oder Beleidigungspotenzial irgendwie jetzt sagen, das und das darf nicht gemacht werden. Wenn ich selber Nackte in der Kunst nicht aushalte, ja, dann bitte, dann gucke ich halt weg. Oder wer das, was ich sage, nicht aushält, der kann ja gehen. Also es ist doch alles, ja, also aber die Leute wollen immer ihre Befindlichkeit, ihr Maß, ja, zum Maßstab machen. Oder ich kann auch nicht riechen, wie jemand genannt werden möchte. Ob jemand eine Frau ist, ein Mann ist, eine Sache ist, oder das ist mir egal, kann es alles sein. Aber bitte mit Humor, nicht verbittert. Ja, wir können die Welt nicht verbittert retten oder indem man nichts verzeiht. Gnade walten lassen, das ist echt das Gebot der Stunde. Ja?
Und das kann man nur, wenn man nicht verbittert ist. Und wenn man verbittert ist, aus welchen Gründen auch immer, es können ja Unfälle passieren, dann darf man das auch nicht zum Maß für andere machen. Ja, depressiv sein ist nichts Schlimmes, aber das kann ich nicht übertragen auf andere oder meinen Geschmack oder meine Limitierung. Wenn ich irgendwas nicht mag, dann ist das doch nicht das Maß von jemand anderem. Es ist auch okay, Vegetarier zu sein oder eben nicht. Aber ich kann das doch nicht zum Maß aller Dinge heben. Das ist doch unmöglich. Also dann muss ich ja wieder eine ideologische Zusammenrottung schaffen, um wieder die Spaltung vorzunehmen. Das ist aber unspielerisch. Das ist kein Spiel mehr. Ja? Ich kann schon meine Anliegen bringen, aber das muss ich selber machen. Deshalb kriege ich auch schon fast einen Buckel. Ja, weil ich diese Flashs alle annehme, ja. Ich werde auch ab Juni werde ich Pause machen. Ich werde mich wieder in Form bringen. Ja, weil ich habe keinen Bock mehr. Ich leide darunter. Ja, weil ich kann diesen Wahnsinn, diesen Ideologismus auch nur durch Fressen und Trinken sozusagen wegkriegen. Also ich, und durch viel Schlaf, aber ich schlafe nicht mehr gut, ja. Leider. Aber das wird sich alles ändern. Ich bin voll dabei. Und ich laber jetzt viel, aber das muss so sein. Ich muss diesen Haufen abarbeiten. Ja. Und ich flüchte mich übrigens nicht in die Kunst, ne? Die Kunst ist die Kraft, die uns zu regieren hat. Bisher hat man allen anderen Kräften stattgegeben. Politik hat uns regiert, Sport, Gesundheit, Religion, Sekten. Aber das, was naheliegend ist, der Brief, ne, wie bei Edgar Allan Poe, der auf dem Tisch liegt, und die suchen den alle wie verrückt oder hinter dem Spiegel oder wie auch immer. Das, was naheliegend ist, das nicht. Also alles soll uns regieren, alles. Ne? Vielleicht sogar Liebe, das wird dann aber auch wieder so banalisiert, ne? Hippie und so. Ja, es wird immer das Geilste wird banalisiert, albern, ja. Aber es ist nicht albern. Warum ist von der menschlichen Menschenspezies, jetzt sage ich wieder Mensch, Wesensspezies Mensch, immer nur die Kunst übrig geblieben. Also die muss ja irgendwas haben, was sie stärker auch in ihrer Schwäche gemacht hat als alles andere. Also warum ist denn vom alten Ägypten nur die Kunst übrig geblieben und ein paar Skelette oder Mumien, die ja Kunst sind? Also man muss sich doch diese Frage stellen. Ja, was hat der Pharao falsch gemacht? Für ihn war das natürlich geil, der geile Hengst zu sein. Aber muss man das noch machen? Muss man das noch haben? Oder kann man mal weiterkommen? Also kann man mal weiterspielen und dieses ganze Gehabe wegspielen? Geht das irgendwie oder geht das nicht? Meine Mutter sagt ja immer, Ideologie kann man nicht abschaffen. Davon bin ich nicht überzeugt. Es ist leichter, als man denkt. Man spielt nämlich einfach nur. Und man lässt sich nicht kaufen und in keine Gruppe ziehen. Es ist okay, mal in einer Gruppe zu arbeiten. Aber wenn Gruppenzwang plötzlich kommt, ne? Oder sich in dieser Gruppe die Leute gegenseitig ausspielen, um noch befindlicher zu werden und noch dogmatischer oder noch unspielerischer, dann bricht diese Gruppe auseinander und dann treffen sich wieder diese ultradogmatischen Leute und bilden noch größere Machtzentren. Das kann man eigentlich mal einfach aufhören, indem man nicht mitmacht. Kunst ist auch kein Mitmachtheater. Man macht seine Sachen zu Hause und macht klar Schiff zu Hause. Man fängt vom Kleinen an und geht ins Große. Es ist nicht andersrum. Das Große können wir nicht erfassen. Wir können auch das, was momentan an schrecklichen Dingen auf diesem Planeten ist, gar nicht verarbeiten. Das ist so überfordernd, dass wir diese Fangfragen nicht beantworten sollten, die uns wieder in die angeblich richtige Ideologie zerren. Also man muss da echt aufpassen. Auch wenn sozusagen man natürlich empath ist, man ist empathisch. Ja? Es gibt auch eine super Folge in Raumschiff Enterprise, wo eine Empathin eine große Rolle spielt. Und diese Figuren wie Nomad und so weiter. Das ist ja alles schon gespielt worden. Ich kann es nur empfehlen, Raumschiff Enterprise, die Folgen genau anzugucken. Und dort sieht man ja einen ideologielosen Typen. Und das ist Mr. Spock. Der kennt keine Ideologie. Er kennt keine Partei. Er kennt keine Religion, er kennt keine Sekte. Der hat sich sozusagen rausgeschält aus dem, was keine Zukunft hat, sondern der ist in eine andere Sphäre gegangen. Der sagt, meine Neugier ist entscheidend. Was kommt denn? Ich bewerte das nicht gleich. Ich preise das nicht gleich ein. Die Menschen preisen alles immer ein. Sie wollen ihm immer einen Wert geben.
Und der Wert entsteht immer durch Wettbewerb. Aber wir sind dort auch an eine Grenze gekommen. Mehr Wettbewerb geht nicht, weil es ist immer auf Kosten anderer. Das ist einfach Zynismus. Es funktioniert nicht mehr, auf Kosten anderer zu arbeiten, zu leben und zu denken. Das ist einfach passé, das macht man einfach nicht mehr. Ja? Sondern man spielt miteinander und lässt die Leute auch in Ruhe. Ne? Meine nächste Ausstellung heißt Let Me in Ruhe. Ja, ist ja so. Und das hat ja alles seine Bedeutung. Ich bin auch dem lieben Herrn Robertens sehr dankbar, dass der mal so eine Verkettung dargestellt hat. Die Leute wollen ja immer mich so klein machen, indem sie sagen, das ist alles Unsinn, das ist alles Dada, das ist alles blablabla. Nee, stimmt überhaupt nicht. Das ist alles komplett logisch. Komplett. Ja, das ist alles eben logisch im Nachhinein. Aber ich bin ja auch kein Prophet. Ne? Der Prophet erzählt einem von der Logik des Glaubens. Aber das ist ja spekulativ. Ja, wenn du glauben willst, musst du halt alles andere, nämlich das Zukunftsfähige, in dir abtöten. Ja, Glauben ist ein Endpunkt. Da kann man nichts mehr machen. Wenn jemand hier an irgendwas glaubt, ja bitte, das war's. Da kann man nach Hause gehen und das war's. Mehr ist nicht. Mehr ist nicht. Weil im Glauben entwickelt sich nichts. Im Gegenteil, es geht immer zurück, immer noch wieder einen Schritt zurück. Und dann diese Leute, die sagen, ja, man kann da was verändern. Nein, es ist einfach nicht möglich. Das ist Energieverschwendung und ist auch wahnsinnig zynisch anderen gegenüber. Es funktioniert nicht. Auch im Katholizismus zu denken, da kann man irgendwas, ist nicht drin. Das ist, dann wird es wieder von irgendwas anderem wieder übernommen und es sind Teufelskreise. Es ist nicht möglich. Du kannst da mitmachen, wenn du Sicherheit willst für deine Vergangenheit. Ja, bitte. Aber wer die Zukunft will, muss halt diese Sicherheitsräume verlassen. Und in der Kunst sägt man am eigenen Ast und man fällt immer weich. Das ist eben geil. Ne? Du kannst dich ad absurdum führen, du kannst Scheiße erzählen. Es macht nichts. Ne? In der Realität, in der Politik darfst du das halt nicht. Und deshalb erzählst du dann auch wirklich nur Scheiße. Ja, das sind ja, also Politiker erzählen ja jeden Tag eine andere Scheiße. Das ist ja deren Beruf. Also, ne? Und es wird den Leuten auch immer wieder verziehen. Ne? Nein, da kommt der Nächste, der wird es schon besser machen. Nein, das Prinzip ist falsch. Wenn das Vorzeichen falsch ist, das Vorzeichen, dann ist die Rechnung immer falsch. Immer. Sie ist immer falsch. Da kann man noch so viel machen. Selbst der tollste und liebevollste Politiker wird es nicht richten. Selbst der liebevollste Religionssüchtige wird es nicht richten. Es werden Jünger geschaffen, es wird ein Konstrukt geschaffen, es wird eine Institution geschaffen. Spiel, freies Spiel, ist keinerlei Institutionalisierung. Das freie Spiel ist institutionsfrei. Es ist seilschaftsfrei. Es ist immer wieder neues Spiel, neues Glück. Es ist immer wieder das Neue, was angepeilt wird und gewollt wird. Natürlich muss man sterben. Ich habe wahnsinnige Angst, dass meine Mutter irgendwann stirbt, ja. Aber es ist der Lauf der Dinge, ja. Und das ist auch ein Spiel. Nicht? Da wird meine Mutter in ein anderes Spiel transformiert, ja. Und ich auch, ja. Ist doch nicht schlimm. Aber wir haben doch die Verpflichtung, ein Spielfeld zu hinterlassen, was geil ist für die, die kommen. Ich bin kein Zyniker. Ja? Den roten Knopf kann man drücken im Spiel, also in der Kunst immer wieder, um zu erzählen und zu zeigen, wie absurd das ist und wie dämlich. Ich liebe ja Weltuntergangsfilme, finde ich alles super. Ich liebe das, weil das ja zum Teil alles vorweggenommen wird. Ich liebe die Bösen in der Kunst. Ich liebe das. Die nehmen mir so viel ab. Ja? Und die zeigen mir auch, wem ich niemals vertrauen darf. Nämlich wählbarer Macht. Menschen, die ich wählen kann, werden mich immer betrügen. Immer. Das ist ihr Schicksal. Ja? Aber nicht aus einem Spiel heraus, sondern aus der Wahrsagung. Nämlich aus der Ideologie des Hannussen. Ja? Wenn man diesen Sachen Glauben schenkt, dann wird man darin auch untergehen. Und diese Typen gehen ja auch immer unter dabei. Diese Esoteriker. Ne? Weil die brauchen ja Futter. Die brauchen Menschenleben. Ja? Die Kunst spielt mit Menschen, aber nicht mit dem Leben des Menschen. Ja? Ich liebe es, Spielzeug der Kunst zu sein. Ich bin Objekt der Kunst. Ja? Und
Ich bin Spielball der Kunst. Die Kunst darf machen, was sie will mit mir. Sie wird mich niemals vernichten, weil sie das gar nicht will. Sie hat überhaupt kein Interesse daran. Sie will, dass ich spiele und meine Macht abgebe, wenn ich welche bekomme. Wenn ich Macht bekomme, schenke ich sie weiter. Machtschenkung Kunst. Da habe ich immer schon gesagt. Diktatur der Kunst ist nur Absage an reale Macht. Wir brauchen keine Macht. Das ist völlig unbedeutend. Bringt nichts. Es ist nicht wert, dafür zu kämpfen. Ja? Aber wir sind gerade auf dem Höhepunkt des Wettbewerbs, ne? Des Wettkampfs. Widerlich. Ja? Ekelerregend. Das Spiel soll doch gewinnen. Das Spiel, nicht der Spieler. Der Spieler ist völlig unbedeutend. Das Spiel spielt sich auch ohne den Spieler. Die Natur spielt. Ja? Die braucht den Menschen überhaupt nicht. Wir sind nur Gast auf diesem Planeten und können diesem Spiel zugucken mit Liebe und Demut und Gnade und was weiß ich. Das kannst du aber nicht ideologisieren, auch Gnade nicht. Das geht nicht. Das sind ganz persönliche Sachen. Du kannst deine Traumata nicht übertragen oder deine Geschmäcker oder deine Vorstellungen. Das geht nicht. Du kannst sie nicht gemein machen mit anderen, um die Welt zu retten. Das ist unmöglich, das musst du selber machen. Wie Conan, Barbarella, Alex Delarge, Rambo. Ein Rambo ist 1000-mal stärker als 300 Millionen ideologische Kämpfer. Ne? Ein Rambo ist geiler als jeder andere politische Soldat. Das ist halt so, das weiß man ja auch. Barbarella ist stärker als alle religiösen Soldaten. Ja, das weiß man doch. Das ist bekannt aus den Filmen. Deshalb liebe ich ja auch immer die Filme, wo der Einzelne kämpft, ja? Alexis Sorbas, der alles baut und alles Geld ausgibt und das, was er baut, bricht zusammen und ist kaputt. Aber dann lachen sie und tanzen ins Etake, ja, weil sie wissen, dass es darum nie gegangen ist. Ja, es geht nur darum zu spielen und mit Liebe das zu machen, was notwendig ist. Kunst ist nicht mein Geschmack, sondern Notwendigkeit. Ich male doch kein Bild, was mir selber passt oder was mir selber gefällt. Habe ich noch nie gemacht in meinem Leben. Ich habe noch nie ein Bild gemalt, was meinem Geschmack entspricht. Also so limitiert bin ich nicht. Sondern ich will mich von meinen eigenen Bildern und meinen eigenen Sachen überraschen lassen. Deshalb kann ich auch nicht das hier alles ablesen. In dem Fall, ja, das ist ja hier was anderes. Ich verstehe das alles. Ich fand die Vorträge vorher großartig. Es war aber was anderes, ne? Ich kann das hier nicht vollziehen. Das ist zu wahnsinnig, ja. Ich kann daraus vielleicht ein Buch machen. Aber ich habe jetzt vielleicht 1/20 von dem überhaupt vortragen können, was ich hier drin stehen habe, ja. Und ich liebe das eben, ja. Ich liebe es, sich selbst zu überraschen und sich ziehen zu lassen in eine Zukunft, ne? Wie auch immer sie ist, vielleicht ist sie total scheiße, aber es macht dann auch nichts. Dann kommt halt eine bessere. Aber dieses Predigen einer Zukunft des Glaubensgewissens, also es ist furchtbar. Also es ist ja fürchterlich, was diese Kirchen, Sekten anzubieten haben. Das muss man sich mal genau untersuchen, was sie anzubieten haben. Es geht ja nur um Kuschen. Oder innerhalb dieser Systeme an die Macht zu kommen. Kuschen oder Macht sammeln. Das sind die zwei Möglichkeiten. Du hast zu gehorchen, ja, und zwar irgendwelchen Maximen von gestern. Bist du vielleicht sicher? Dann kannst du mit Leuten singen. Aber was steckt dahinter? Muss man ja immer mal fragen, was denn dahinter steckt. Und was ist denn daran so gut? Sich ideologisch zusammenzurotten. Also was hat man davon? Wird man dadurch tatsächlich irgendwas besser machen? Oder wird man nur die Spaltung erzeugen, dass man wieder auf der geilen Seite steht, um dann am Ende wieder abgelöst zu werden von denen, die Rache üben wollen? Das sind ja gerade die Spielchen, die gespielt werden. Das ist aber kein Spiel mehr. Dieses ewige Rache, jetzt sind wir dran. Gestern war es links, jetzt rechts. Heute sind es die Männer, dann sind es die Frauen und dann wieder die Männer und dann sind es wieder die Frauen. Das ist doch kein Zustand. Das ist wie banal. Ja? Da ist jeder Film besser. Von irgendwelchen Leuten, die wirklich die Weltherrschaft im Film wollen. Da kann ich mir wenigstens noch was
mitnehmen, ja. Aber dieses ewige Hin und Her, das macht es nur kleinteiliger, immer spitzfindiger, immer banaler, immer langweiliger, immer tödlicher. Nicht? Früher konnte man das noch so machen, weil die Waffen noch nicht so waren. Ja? Da sind auch viele Leute über die Klinge gesprungen, aber heute ist es halt sehr gefährlich, ne, wenn man das macht. Wenn man wieder Spalto macht. Spalto-Mansahne. Und Deutschland muss ein Gesamtkunstwerk werden. Es tut mir leid, es gibt keine andere Möglichkeit. Das ist jetzt nicht alternativlos in dem Sinne, sondern das ist die Zukunft. Wir müssen das als Deutschland, als Gesamtkunstwerk ausrufen. Kunst hat das zu definieren, was passiert. Und tut es ja auch, wenn wir uns der Kunst nicht in den Weg stellen. Kunst ist das, was überlebt. Was ist daran schlimm? Ist es was Neues? Wir müssen es ausprobieren. Viele sagen, ja, da wird sich wieder irgendwas bilden. Ja, wir müssen es drauf ankommen lassen. Wir müssen zumindest mal das Neue kommen lassen. Also wir können ja nicht immer die alten Muster bedienen, damit wir bloß kein Risiko eingehen. Also ein Risiko muss man schon mal irgendwann mal eingehen. Ja? Kunst ist Risiko. Ich habe übrigens sehr viel Risiko gespielt. Ich kaufe auch gerade ganze Risikospiele. Ich habe es aber am liebsten mit mir selber gespielt. Weil dann gewinnt halt auf jeden Fall immer das Spiel. Ja? Und das, was ich hier mache, ist übrigens ein Selbstgespräch. Ne? Ich mache das nicht für irgendwelche Leute hier, sondern für mich. Ich mache das, damit ich weiterkomme, weiterspielen kann. Ich muss mir ja über Sachen klar werden. Deshalb rede ich in mich hinein. Ich rede zwar raus, aber das kommt zurück. Und ich muss das verarbeiten. Ich muss damit leben. Ich muss ja damit leben, dass ich keine Ideologie habe. Das ist gar nicht so einfach. Und zwar nicht, weil es nicht einfach wäre. Also ohne Ideologie zu leben, ist das Geilste, was es gibt. Aber es gibt leider so viel Ideologie da draußen. Und die will halt immer einengen, ne? Die will ja auch immer locken, die will immer sagen, hey, wenn du das und das machst, dann kriegst du Macht. Ja, da musst du ein bisschen bei der Ideologie mitmachen und das will man eben nicht. Man hat keinen Bock drauf. Interessiert mich ein Scheiß. Kann auch morgen zu Ende sein. War doch alles gut. Ne? Man muss das Potenzial des Spiels erkennen, steht hier. Ne? Stimmt ja auch. Die Kunst oder das Spiel hat eine unglaubliche Potenz. Und diese Potenz wird gar nicht benutzt. Ja, wir benutzen das Potenzial des Spiels überhaupt nicht. Wir haben es überhaupt noch nicht verinnerlicht, veräußerlicht. Wir haben noch nicht gepeilt, was im Spiel steckt. Weil wir es immer auf uns persönlich beziehen. Wir nehmen immer alles persönlich. Oh, ich muss gewinnen. Oh, da ist der Verlierer. Oh. Das sind doch keine Maßstäbe der Zukunft. Ja, also das bringt gar nichts. Ah. Ich mache noch so ein bisschen weiter. Ja. Ah ja, hier zum Beispiel. Das Spiel, also der Urknall, ja, war richtungslos. Ne? Das war sozusagen das Urspiel, auf dem wir alle aufbauen. Und das war richtungslos. Das ist implodiert, explodiert. Ja? Das wird natürlich jetzt immer irgendeinem Gott zugesprochen. Also wie banal. Ja? Also wirklich, Gott ist eine Erfindung von Menschen. Und das ist auch gut so. Und dann kommen irgendwann mal die anderen Götter, die dann auch wieder von Menschen erfunden wurden. Tiere haben das gar nicht nötig, Götter zu erfinden. Und die Natur hat noch nie einen Gott erfunden oder erschaffen. Das bringt es gar nicht. Es gibt keine betende Natur. Das ist alles Kitsch. Ja? Und tut mir leid, ich muss es einfach so sagen. Und dann hat man sozusagen aus dieser Richtungslosigkeit leider eine Befehlskette der Richtung gemacht. Also man hat plötzlich das Spiel in eine Richtung verlagert und das ist natürlich furchtbar, weil man dann eben diese schrecklichen Zusätze gebracht hat, wie du musst geiler sein als jemand anders, man hat Neid gepflanzt, Missgunst. Es waren auch die Schamanen, die ganz schlimme Dinge gemacht haben, weil die dann dachten, sie könnten mit Toten reden oder sie seien irgendwie geiler als andere. Das ist natürlich alles absoluter Unsinn, ja. Es gibt keine Menschen, die mit Toten reden können. Also du kriegst keine Antwort. Aber du kannst das alles nicht. Das ist alles Märchen, das ist Fabel, das Gebrüder Grimm. Bringt alles überhaupt nichts. Das sind alles, das muss man einfach von sich weisen, um weiterzukommen. Ich gehe jetzt hier nochmal so durch. Kunst schmeißt raus, was nicht Kunst ist. Das ist ein bisschen Beuys. Es war eine super Frage vorhin mit den Kinderaugen. Ja. Kinderaugen sehen oft Dinge zum ersten Mal und deshalb sind sie natürlich besonders. Und dieses erste Mal, das muss man sich bewahren.
Und immer wieder so neugierig bleiben, dass man eben sagt, wow, ist ja geil. Die Begeisterungsfähigkeit, das ist das, was dem Kind innewohnt. Und das kann man beibehalten. Es wird dann ja immer gesagt, das wurde ja auch hier diskutiert, kann denn ein Erwachsener so malen wie ein Kind? Ja, sogar noch kindlicher. Ja, aber man muss von sich absehen, dann geht das. Nicht? Und das Kind kann oder weiß instinktiv, was das Gesamtkunstwerk ist. Aber nur der Erwachsene kann es aussprechen. Also das Kind kann es sozusagen wiederholen oder sagen, aber das Kind wird es so nicht formulieren können. Also der Erwachsene, der kindlich bleibt, bleibt es, weil er noch kindlicher ist als ein Kind. Das ist total super und überhaupt nicht negativ. Ne? Picasso ist auch Kind geblieben und hat die Leute nochmal überrascht und gegen sich aufgebracht. Ideologie muss weg, Spiel ist Ideologienabbau. Ich muss hier nochmal kurz meinen Lieblingsschriftsteller preisen. Das ist John Sinclair Heft von Jason Dark. Jason Dark ist für mich der größte lebende Schriftsteller. Der hat nämlich etwas gemacht, was unfassbar ist. Der hat, ja natürlich, das ist Propaganda. Ja, aber warum nicht? Spielerisch, ist es eine spielerische Wertung? Ich schätze den Mann so sehr, dass ich ihn für den Karl May der heutigen Zeit halte. Jason Dark. Nehmen Sie das mal. Viele sagen, Trivialliteratur sehe ich überhaupt nicht so. Der hat nämlich einen Ideologienjäger, also so nenne ich den, einen Geisterjäger entwickelt, der die Dämonen vernichtet. Und er hat alles geschrieben in dem Sinne, dass er das, was er dort schreibt, nicht selber erlebt hat. Wie genial ist das? Heutzutage darf man ja nur noch über das schreiben, was man angeblich selbst erlebt hat. Das ist dieser Identitätswahn, der heute herrscht. Meine Identität darf ich nur noch zum Besten geben. Ich darf nur noch das malen, was ich selber bin. Was bin ich aber? Jeden Tag was anderes. Heute bin ich eine Frau, morgen ein Mann, morgen bin ich ein Dämon, übermorgen bin ich Adolf Hitler und dann bin ich wieder Jonathan Mese. Das muss man mit sehr viel Humor nehmen, dass ich den so toll finde. Ich finde es toll, wenn jemand so viele verschiedene Dämonen entwickeln kann und das Gute am Ende immer gewinnt. Das ist einfach so erfrischend und wunderbar. Und die ganzen Erfindungen in diesen Heften sind einfach großartig. Noch weiter zu empfehlen, Gespenstergeschichten. Großartig, dort wird alles gespielt, Weltvernichtung, Dämonen, die die Welt beherrschen wollen. Da gibt es den Geisterjäger Arsat, der immer gewinnt. Das ist der Held, hier, der Knochenmann von Salerno. Und dieser Mann, Arsat, der Magier von Venedig, gewinnt immer. Jetzt würden wieder die Leute sagen, Mensch, wird der Typ albern. Aber das ist genau die Abgrenzungsfähigkeit und diese Distanzschaffung zu all diesen Leuten, die Ideologie wollen. Ich habe das Recht, alles zu sagen, was ich will. Das hat jeder Mensch und jedes Wesen hat das Recht, alles zu behaupten. Es muss mir ja nicht passen. Und dann kann ich ja auch gehen. Ja, aber diese ganzen beleidigten Leberwürste, die überall unterwegs sind und meinen, dass ihr Geschmack zum Maß aller Dinge erhoben wird, diese Leute sollen einfach abzischen. Ja? Und diese Typen, die so von Sensibilität sprechen und in Wirklichkeit ihre unermessliche Befindlichkeit meinen, ja? Die bringen uns echt nicht weiter. Zensur in der Kunst ist absolut verboten. Alles ist erlaubt. Alles in der Kunst. Solange es Kunst ist, ist es erlaubt. Es gibt natürlich die Grenze. Ja? Die Kunst selber ist grenzenlos. Aber ich selber habe Grenzen einzuhalten. Das ist vollkommen eindeutig. Ja? Die kann ich nicht überschreiten, weil dann bin ich vielleicht nicht mehr im Spielfeld der Kunst unterwegs und da kann ich nichts erzeugen.
Ja, Politik kann ich nicht mit einer anderen Politik bekämpfen. Das ist unmöglich, das ist ein Teufelskreis. Ich kann nicht eine Religion mit einer anderen Religion bekämpfen. Es wird immer nur zu mehr Religion führen. Zu einem Teufelskreis, einer Zwickmühle, aus dem man nicht mehr rauskommt. Ich kann das, was scheiße ist, nur mit Kunst bekämpfen. Das ist das Einzige. Und ich muss halt für mich selber klären, was es ist. Ja, das muss jeder zu Hause selber klären und dann abhaken. Ja, man kann auch, wenn man nicht weiß, was es ist, das einfach weghaken, was es auf keinen Fall sein kann. Und dann kann man das auch diskutieren mit seinen Kindern, mit seinen Eltern, mit seinen Großeltern. Das ist alles diskussionswürdig. Ja, aber ein Glaubensbekenntnis ist nicht diskussionswürdig, weil es so spekulativ ist, dass es einfach nur befindlich ist. Es ist nichts zu holen. Mit einem religionssüchtigen Menschen ist nichts zu holen. Nichts, ist nichts zu diskutieren, gar nichts. Weil die leben in einer Spekulationsblase, die keiner durchdringen kann. Oder sie müssen selber rauskommen. Ja? Wer eine Sekte will, wer Mitläufer sein möchte, ist es halt. Ja? Und wer das Einzelne, seine Einzigartigkeit oder ihre Einzigartigkeit nicht ertragen kann, dann ist es ein Problem. Das wurde uns leider auch ausgetrieben. Ne? Also das Einzelne wurde noch nie so schäbig behandelt wie heute. Der Zwangskollektivismus in der Welt ist so irrsinnig. Ja? Also dieser kollektivistische Schuldkomplex in allen Fragen und alles muss nur noch kollektivistisch behandelt werden. Der Einzelne wird totgelacht. Ja? Schadenfreude ohne Ende. Leute, die wirklich liebevoll für das Neue eintreten, werden in den Rinnstein getreten. Das war immer so. Ja? Diese einzelnen Personen, die sind nicht besser, sondern sie haben sich eben einer Sache verschrieben, die zu was führt. Ja? Man kann ja Computer und alles ablehnen, aber das sind auch alles Einzelleistungen. Da hat es auch immer nur Leute gegeben, die gesagt haben, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Das ist das geht nicht, das habe ich 100 Millionen Mal gehört. Geht nicht, darf man nicht, nein, oh bitte, nein, wie soll das sein, Diktatur der Kunst, geht nicht, ist böse, oh nein, nein, du kannst doch nicht alle Religionen abschaffen wollen und nein, es geht doch nicht, natürlich geht das alles, kann jeder bei sich anfangen, es geht ganz schnell, lest so ein Buch, dann habt ihr es weg, geht auf die Toilette, scheißt euer Ich raus, ja, jetzt gehe ich nochmal zum Ich und dem Unterschied zum Selbst, das Ich ist konditioniert, immer, das Ich ist das Mieseste, was du überhaupt anzubieten hast, dein subjektives Ich. Das Selbst ist das, was wir brauchen. Jeder hat ein Selbst. Das muss unangetastet bleiben. Das Selbst ist absolut, das darf niemals unter gar keinen Umständen von anderen angetastet werden. Das ist das, was uns ausmacht, nicht das Ich. Das wird geformt von Ideologismus, von Religion, von Sekten, von Gurus, von Mitläufern, von falschen Freunden. Dein Ich ist eine ganz miese Konstruktion. Ja, damit musst du, dein kulturelles Ich, das kannst du wegschmeißen. Das bringt nichts, weil es dich nur wieder in die angeblich geilere Situation bringt. Dein kulturelles Ich ist angeblich besser als das von anderen. Das bringt nichts. Kultur ist eine Erfindung von Politik, von Klientelpolitik, ja, von Nationalismus und Internationalismus. Nationalismus ist Internationalismus. Das Gleiche, das nicht verstanden wird. Links ist das Gleiche wie rechts. Protestantismus ist das Gleiche wie Atheismus. Ist komplett gleich. Ist alles gleich. Es gibt keine Unterschiede, die diskutabel wären. Es gibt keinen Unterschied zwischen Religionen. Sie sind alle vollkommen identisch. Alles, was man angeblich an Unterschieden rausfällt, ist falsch. Es gibt keine. Es gibt Religion oder nicht. Es gibt Politik oder nicht. Es gibt keine Politiker, die anders wären als eine andere Politik. Jede politische Partei ist gleich. Jede politische Partei ist eine Altpartei. In dem Moment, wo eine Partei gegründet wird, ist sie alt. Und so alt, dass sie weggeschmissen werden muss. Es gibt keine bessere Partei. Gibt sie nicht. Gibt keinen parteipolitischen Blick auf die Zukunft. Das gibt's nicht. Damit kann ich nichts anfangen. Ich muss die Brillen abnehmen. Ich muss die parteipolitische Brille abnehmen. Ich muss die Religionsbrille abnehmen. Ich muss die ich-versaute Brille abnehmen, damit ich freie Sicht habe. Ich darf auch nicht immer in den Spiegel gucken. Ja, da ist nichts zu sehen. Da sehe ich nur das, was war. Ich muss den Spiegel kaputt machen. Ja. Nicht? Und ich muss diese Tyrannen und diese Tyranneien sich selbst spiegeln lassen. Und dann gehen sie kaputt. Das können die nicht überleben. Einem Tyrannen den Spiegel vorzuhalten, das überlebt er nicht. Niemand, keiner.
Ne? Aber wenn ich dann denke, ich kann mit einem anderen Tyrann kommen oder eine andere Partei und ein anderes Konstrukt und ja, und jetzt sind wir aber links und wir sind rechts und wir sind die und ja, und dann sind wir doch die Hindus und wir sind das und so. Das bringt nichts. Das ist einfach, wir müssen es einfach mal lassen. Wir müssen es einfach mal lassen. Nicht? Hier steht es auch, Selbstzerstörung. Wer nicht spielt, ist an Selbstzerstörung beteiligt. Und Selbstzerstörung hört sich ja erstmal nicht schlecht an, ja. Aber es ist natürlich wahnsinnig zynisch. Weil ich ziehe ja meine Kinder oder diejenigen, die kommen rein in diese Selbstzerstörung, wenn sie hart auf hart kommt. Ne? Also ist ja okay. Also wenn jemand sagt, ich bin gerne zynisch oder Sarkast oder ich bin gerne Politiker und ich will gerne unterdrücken, ja bitte. Ja, dann ist man aber nicht im Spiel. Darum geht es ja. Wir sind ja jetzt in der Diskussion, was ist Spiel und was ist nicht Spiel. Nicht? Zynismus ist auf jeden Fall kein Spiel. Na, also zynisch zu sein, ist auf jeden Fall nicht zielführend fürs Spiel. Also man kann ja auch sagen, ich will Ideologie. Ja, das gibt hier wahrscheinlich, weiß ich nicht, 80%, die sich in ihrer Ideologie schon ein warmes Nest gebaut haben. Also es geht ja auch nicht um Bekehrung. Es ist überhaupt nicht wichtig. Also ich will überhaupt nichts bekehren. Ich will nur selber frei spielen dürfen. Das ist die Keimzelle vom Gesamtkunstwerk. Dass ich zumindest, also mein Ich weggespielt habe, um das selbst nach vorne zu bringen, um dann, ohne mich ideologisch zusammenzurotten mit anderen, frei aufspielen kann. Und dann entsteht Kunst. Und Richard Wagner hat das verstanden. Ja, ich habe auch gern Spiel des Lebens gespielt übrigens, das steht hier. Ich habe es aber auch verstanden, was das Spiel des Lebens ist. Ja. Es ist eben Ideologien wegspielen. Sich im Spiel zu versenken und zu begreifen, dass dein Spiel auch einen Staat lenken, leiten und führen kann. Ja? Wenn irgendwelche miesen Machthaber einen Staat führen können oder irgendeine miese politische Partei, dann kann es ja wohl die Kunst erst recht. Ja? Dann sage ich, was soll ich mir das vorstellen? Das ist ja zu abstrakt. Nein, es ist total konkret. Es ist komplett konkret, weil es jeder mit sich selber klar machen kann zu Hause. Nicht? Parteien brauchen das Zuhause von Menschen nicht. Das lehnen die auch ab. Ja? Die bieten dir irgend so ein mieses Konstrukt an, dass du dich geiler fühlen sollst als andere. Ja? Weil deine Kultur ja angeblich geiler ist und deine politische Haltung. Nein, jede politische Haltung ist falsch. Ja? Durch die Wiederholung kommt man der Sache näher. Ja? Deshalb ist das auch so wichtig, dass man immer weiterspielt. Ja, Las Vegas. Spannender Spielort steht hier. Las Vegas. Ich war noch nie in Las Vegas. Aber ich finde Las Vegas geil. Ja? Allerdings nicht natürlich diese Typen, die das ideologisieren. Sondern geil ist, sein Geld in Spielgeld umzuwandeln und dort eben das schönste Spiel seines Lebens zu haben. Allerdings zu erwarten, dass man da jetzt gewinnt, das ist natürlich lächerlich. Lottospiel ist auch was Schönes. Wenn man das nicht erwartet, sondern nebenbei macht. Das ist ja auch alles mit sehr viel Humor gesagt, was ich hier sage. Ja? Ich bin ja nicht verbittert, überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht verhärmt, null. Ich habe so einen Bock drauf. Ich freue mich so tierisch auf die Zukunft. Die wird so geil. Ja? Und ich freue mich so, wenn Deutschland Gesamtkunstwerk wird und alle wieder auf Deutschland hören. Aber diesmal im Geilsten. Ja? Und nicht der geilste Max regiert, sondern das Geilste. Also das Geilste, nicht der Geilste, nicht die Geilste, sondern das Geilste. Aber das ist ja in diesem Befindlichkeitsfanatismus von den Menschen, die immer nur ich sein wollen. Ne? Ja, nenn mich nicht Dim, nenn mich Wachtmeister. Ja, kann ich nur empfehlen, Clockwork Orange. Ja, Alex Delarge ging in die Ludovico-Therapie. Ja, dort sollte er politisiert werden. Religiosiert werden. Ja, dort sollte er zu einem Lamm werden. Dort sollte er zu einem Mitläufer gemacht werden. Oder zu einem Guru. Ihm wurde ja von der Politik alles angeboten. Und er hat so getan, als ob er die Ludovico-Therapie annimmt. Um dann am Ende genau das zu bleiben, was er immer war. Alex Delarge. Ist das nicht geil? Eigentlich ein geiles Ende, aber ich will ja gar kein Ende. Ne? Kunst ist eben kein Endspiel, sondern immer der Anfang. In der Kunst geht es immer darum, Neustart, Nullpunkt, Nutzen.
Ich bin ja immer sehr dankbar für den Nullpunkt. Deshalb bin ich auch so großer Anhänger von 1945. Ich denke immer, Mann, hätte man da was leisten können oder bringen können oder machen können. Nie wieder Parteien, nie wieder Religion, nie wieder Gurus. Aber nein, sofort wieder Parteien. Ne? Der Kein-Parteien-Staat, das ist die Zukunft. Das kann ich auch mal blubbern, ey. Ja, es gab den Mehrparteienstaat, der war immer scheiße. Der Einparteienstaat war genauso kacke. Das Einzige, was geht, ist der Kein-Parteienstaat. Der Kein-Parteienstaat, der aber keine Anarchie ist. Anarchie, das ist das Mieseste, was es überhaupt gibt. Weil Anarchie ist Willkür. Ja? Die Anarchisten verkaufen ihre Großmutter für 5 Euro. Das sind die Blockwarts, die wir jetzt überall haben. Das sind alles Anarchisten. Überhaupt alle Politiker, die gerade rumkrauchen, das sind alles Anarchisten. Ja? Das sind verkappte Anarchisten. Ja, ich hasse es. Ich hasse Anarchie. Ich bin ja für totale Ordnung. Das bin ich meiner Mutter schuldig. Ich mache halt immer Chaos und meine Mutter macht Ordnung. Aber das mache ich nur, um meine Mutter am Leben zu halten. Das stimmt wirklich. Die Mutter hat Hunger und ich habe auch Hunger. Super. Ja. Aber ich liebe auch 3 Fragezeichen, TKKG, H.G. Francis, die Gruselserien, alle Hörspiele, muss man sich mal reinziehen, von Europa, ne? Schatzinsel, Graf von Monte Cristo, Winnetou und Old Shatterhand, ne? Der größte Indianer, das war Pierre Brice, genauso geil wie Sitting Bull, ja? Aber der war Franzose. Darf das überhaupt sein? Winnetou, ja, also Held meiner Jugend, also jemand, den ich so lieb habe, ja, und darf ich nicht Cowboy sein, wenn ich es im Herzen bin? Darf ich nicht Japaner sein? Ich liebe Mangas, ja, was soll das? Ich bin zwar in Japan geboren und ich esse auch japanisches Essen. Darf das überhaupt sein? Oder ist das Identitätsannahme oder Vernichtung? Ne? Also wir sollten mal aufhören, uns überhaupt identifizieren zu wollen. Ohne Identität zu leben, ist nämlich am allergeilsten. Oder sich die Identität zumindest von der Kunst definieren zu lassen. Ja, die Kunst hat die Deutungshoheit über Deutschland. Nichts anderes. Nur die Kunst hat Deutschland zu definieren, zu deuten und zu bestimmen. Nur Deutschland, nur die Kunst hat in Deutschland zu führen. Nichts anderes. Kein Mensch, keine Partei. Keine Gruppe, keine Religion. Nur die Kunst hat Deutschland zu bestimmen. Das ist der Bestimmer. Die Kunst ist der Bestimmer. Und sie will nichts von uns. Oder die Bestimmerin oder das Bestimmende. Meinetwegen, alles in Ordnung. Weil sie sachlich ist. Die Kunst ist die versachlichteste Führung. Alles andere ist total unsachlich. Einer Partei zuzugehören, eine Partei an die Macht zu wählen, ist sowas von unsachlich. Ich kann das gar nicht aushalten. Dass Leute tatsächlich denken, dass am Kreuz irgendwo zu machen Mitbestimmung wäre, die irgendwie sich lohnen würde. Das ist ja wie Lotterie. Oh, ja, ich habe ein Kreuz gemacht, ich mache mit. Ja, das macht man bei Lotterie auch, da macht man Kreuz und kann vielleicht 1 Million gewinnen. Aber was ist das für eine Haltung? Wir leben in so einem Lotteriesystem, freie Wahl. Wer will das denn? Ich will gar keine Wahl. Ich will das tun, was notwendig ist. Da brauche ich keine Wahl. Ich habe noch nie nach meiner Wahl irgendwas getan. Also meine Wahl, die interessiert mich nicht. Ich wähle das doch nicht. Das kommt vorbei und dann greife ich es mir, gucke es mir an und sage, geil, behalte ich. Ja? Aber es wähle ich doch nicht. Das ist doch Tinef. Also wählen tun Leute, die zu viel Zeit haben. Also ich habe gar keine Zeit. Ich habe damals mit 18 alle Parteien angekreuzt, weil meine Mutter mich dahin geschickt hat. Ich habe gesagt, musst du mal ausprobieren. Da habe ich gesagt, ja, okay, dann probiere es halt aus. Und habe gemerkt, was ist denn das, ein Wahlplakat? Was soll das? Alle Parteien angekreuzt, weil sie alle kacke sind. Und dann, jetzt erzähle ich, ja, nochmal so, nee, das erzähle ich nicht. Habe ich jetzt keine Lust drauf. Aber, und das ist doch alles irre. Ne? Und, ja, ich weiß auch nicht. Ja, den Rest mache ich mal im Interview nochmal. Nee, in so einem, kann ich ja nochmal zusammenfassen. Ich schicke euch nochmal ein Video.
Ich fand's ganz toll. Oh. Ja, irgendwie habe ich doch alles gesagt. Oder habe ich was vergessen, Mami? Nein? Habe ich irgendwas vergessen, was wir heute Morgen am Frühstückstisch geredet haben? Nein? Ich liebe ja Spielbücher, ne? Also diese von Ian Livingston und Jack und Steve Jackson. Das war alles so altmodisches Zeug, so aus den 80ern. Kann ich nur empfehlen. Das ist Wahnsinn. Ich kaufe die auch alle. Sprache als Spiel, ja, ist auch nochmal ganz wichtig, ne? Wie humorlos wir mit Sprache umgehen, das ist Wahnsinn. Jeder soll doch sprechen, wie er will. Mit Konsonanten ohne, mit Sternchen ohne. Oder ich kann ja auch das Wort Mann durch Monster ersetzen. Oder wie auch immer. Soll doch jeder so reden, wie er will, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Ist doch vollkommen Schnurz. Es geht doch nur immer nur darum, dass es scheiße ist, anderen vorzuschreiben, was sie zu tun haben. Wenn jemand selber irgendwie irgendwas so machen will, wie er es eben will, ja, dann ist das auch super. Aber zu meinen, das müssten jetzt alle machen, das ist Zwangskollektivismus. Es tut mir leid, das ist einfach Überkommunismus. Ja, der ist aber auch schon erledigt. Also ich weiß nicht, was das alles soll. Also wieso soll ich denn meinen Geschmack sprachlich noch zum Maßstab machen? Jede Sprache ist erlaubt, jedes Geschlecht ist erlaubt. Das weiß doch jeder. Das weiß man seit Picasso, Balthus, das weiß man seit allen Zeiten. Das weiß man seit Marquis de Sade. Marquis de Sade war ein Staatstheoretiker, ja. Der hat halt Kunst durch Sex ersetzt. Ja, aber das war ja nicht ernst gemeint. In dem Sinne, dass man jetzt nur noch rumbumst. Darum ging es doch gar nicht. Das ist ein Staatskonzept, was er aufgemacht hat. Er hat gesagt, wenn man Politik zur Macht bringt, dann kann man auch Sex zur Macht bringen. Das war aber nur ein Beispiel, um zu zeigen, wie absurd alles ist. Für mich war Marquis de Sade immer ein Staatstheoretiker. Deshalb will ich den auch behandeln. Aber zum Beispiel in Frankreich ist das fast verboten. Ja, weil er so geil war und so präzise und so genial. Ja, der hat im Gefängnis geschrieben. Da hat er so ganz klein seine Texte geschrieben. Dem war das egal, wie groß das Atelier war. Ja, für den war plötzlich das Gefängnis das Atelier. Das ist doch genial. Solche Typen, das sind Beispiele für etwas ganz Tolles. Und von denen müssen wir doch was lernen, oder Fantomas? Von diesen Typen können wir doch alles lernen. Wir lernen halt nichts mehr, weil wir nicht mehr spielen können. Wir nehmen alles bierernst, ne? Und dann machen wir irgend so einen ideologischen Bierschiss. Und an dem soll dann jeder schnuppern und sagen, jo, wie toll. Irgend so ein mächtiger Typ hat geschissen und da soll man dann sagen, ja, jetzt da gehe ich hinterher. Das sind doch alles Rattenfänger, das weiß man doch. Jede Partei ist ein Rattenfänger. Jede politische Partei ist ein Rattenfänger. Weiß man doch. Die können noch so sehr grinsen und einmal erzählen, wie toll sie sind und wunderbar und herrlich. Ich habe übrigens Politiker als Freunde. Ja, ich habe auch Religionssüchtige als Freunde. Ja, weil ich das dann eben auch wegschieben kann. Ich bin doch kein Arsch. Ich bin doch kein dogmatisches Arsch. Ja, nur ich muss diesen Leuten dann eben leider sagen, Entschuldigung, ihr liegt falsch. Das muss ich denen sagen. Und die das nicht aushalten, gehen. Die können mich auch nicht aushalten. Aber ich kann sie schon aushalten. Ja, und ich wünsche denen auch immer viel Glück. Das ist ja nicht so, dass man das nicht täte. Aber da ist leider eben nichts zu holen. Aus der Politik kannst du nur Politik holen. Da ist nichts zu holen. Du kannst nicht eine tolle Politik machen. Geht einfach nicht. Ahrensburg kann man nicht politisch führen, wo ich herkomme. Das kann man nur durch Kunst und Liebe führen oder mit Kunst und Liebe. Das heißt ja nicht, dass es nicht einen Bürgermeister geben kann oder eine Bürgermeisterin. Dann wird ja immer gesagt, ja, wie soll denn das gehen? Wie soll denn irgendwie irgendwas Kunst, wie soll denn Kunst in eine Stadt führen? Ja, einfach führen ohne Ideologie. Also nicht parteipolitisch, das machen schon Menschen oder vielleicht auch Maschinen, vielleicht geht das auch. Aber es ist, wenn ich etwas mit Ideologie mache, kann ich es doch auch ohne machen. Also, ja, wenn ich etwas mit Hass mache, kann ich es doch auch ohne Hass machen. Ich kriege immer diese Leute, die immer sagen, aber wie soll das gehen? Wie soll man in Deutschland durch die Kunst regieren lassen? Ja, wieso denn nicht? Wenn du hier irgendeinem Bundeskanzler die Macht gibst, das zu tun, ja, warum siehst du nicht von dir ab und sagst, Kunst wird es jetzt? Und das muss man eben nicht wählen. Also diese Beschäftigungstherapie braucht man nicht mehr, dass man sich jedes Mal wieder irgendeinen blödsinnigen Wahlscheiß reinziehen muss, wo einem irgendwelche miesen Typen entgegengrinsen, die eh nichts Geiles für Deutschland machen oder für Europa. Das ist alles eine Chimäre, das stimmt doch alles überhaupt nicht. Europa ist geil, wenn es ein Gesamtkunstwerk ist.
Die Welt ist geil, wenn es ein Gesamtkunstwerk ist. Deutschland ist super, wenn es ein Gesamtkunstwerk wird. Ja, aber es wieder zu politisieren, das ist einfach von gestern. Das macht man einfach nicht mehr. Seit Hitler geht das nicht mehr. Mann, hat man nichts von Hitler gelernt oder wie? Wird immer gesagt, ja, wieder Parteienstaat, wieder mehr Parteien, wieder gegeneinander ausspielen, wieder links und rechts. Das ist alles durchgespielt. Ich kann es nur immer wiederholen, bis der Groschen gefallen ist. Guckt euch den Film mit Charles Bronson und Frank Render an. Ja, bis der Groschen gefallen ist. Ja, die Melonenkacker da. Guckt euch das an. Das Gesetz bin ich mit Vince Majestics. Das ist ein Wahnsinnsfilm, Vince Majestics, das Gesetz bin ich. Ja? Da ging es genau um das, zu schnallen, dass wir keine Ideologie brauchen. So lange zu sagen, bis der Groschen gefallen ist. Bis der Groschen gefallen ist. Ja, der muss fallen, der Groschen. Parsifal. Ja? Jetzt kommen wir zum Ende. Ja, und zwar Richard Wagner. Das ist die Figur, der wir Deutschland hätten überlassen müssen. Der hatte die Kraft und die Macht, aus Deutschland ein Gesamtkunstwerk zu machen. Aber man hat ihn nicht gelassen, außer er ist dann gestorben. Aber er hat die Idee gepflanzt. Er hat das Gesamtkunstwerk in die Wege geleitet. Und Ludwig II. Und er war ein Wahnsinnsgespann. Und Ludwig II. Von Bayern wurde eindeutig von Politikern um die Ecke gebracht. Oder von der Politik, vielleicht nicht direkt, aber der wurde von der Politik so zermürbt. Das war einer der geilsten Typen, die es überhaupt jemals gegeben hat. Der war so wahnsinnig im Abseits, der konnte die Realität überhaupt nicht aushalten. Ja, der hat sich seine Märchenburgen gebaut. Der wollte aber auch, dass die Untertanen gut leben. Der wollte, dass sie sich ein Beispiel nehmen. Ja, aber nein, sie wollten wieder politische Parteien. Sie wollten wieder Politiker. Ja. Der war kein Politiker, leider war er ein bisschen religiös, aber das war die Zeit. Da kann man ja auch ein bisschen, ja, kann man ja immer gucken. Ja? Aber diese Typen, die haben uns so viel zu sagen. Ja, und da hören wir nicht hin. Auf irgendwelche Typen, die einem irgendeinen Senf verkaufen, da wird immer zugehört. Ne? Wahnsinn, ich verstehe das also überhaupt nicht. Und die soll man dann noch an die Macht wählen, diese Senfgurken. Also wirklich, wie lange will man dieses Unspiel noch treiben? Wie viele Jahre, wie viele Jahrzehnte will man noch irgendwelche Typen an die Macht wählen? Also wie lange noch? Das ist eine legitime Frage, oder? Wie lange will man diesen Teufelskreis noch bedienen? Wie lange noch? Wie lange? Wie lange will man so unspielerisch mit der Zukunft umgehen? Immer wieder und die Parlamente. Ja? Die Natur braucht kein Parlament. Das ist eine Erfindung. Das ist eine Erfindung, zu denken, dass wir das brauchen würden. Das sind selbstreferenzielle Prophezeiungen. Das ist self-fulfilling prophecy. Es hat mit Kunst und der Sprengkraft von Kunst nichts zu tun. Die Kunst sprengt das alles weg, diesen ganzen Wahnsinn. Die Kunst ist ein Sprengkörper. Sie dehnt sich aus. Und wird alles übernehmen. Die Kunst wird alles erobern. Ganz Pforzheim, ganz Deutschland, ganz Europa, die ganze Welt, das ganze Universum und auch wieder zurück. Ja? Das Einzige, was sich momentan gegen das Spiel und die Kunst stemmt, ist der ideologische Erwachsene. Ideologische Kinder gibt es übrigens nicht. Das kommt erst ab einem bestimmten Punkt, da muss man Ärzte interviewen, warum das dann plötzlich kommt. Warum Kinder plötzlich ideologisch werden. Ob das was mit Pubertät zu tun hat, ich denke nicht. Das müssen Leute untersuchen. Das kann ja nicht wahr sein. Dass Leuten immer wieder eingetrichtert wird, Kinder, dass sie nicht mehr Kinder sein dürfen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ein Terrorprogramm. Unfassbar. Aber bitte, wer nicht hören will, muss fühlen. Immer die gleiche Nummer. Nee, Kampf ums Spiel, Kampf um Kunst, das ist übrigens das Gleiche. Ne? Kampf um Kunst ist der Kampf ums Spiel. Und das ist ein Kampf, der ist gut und der macht auch Spaß und der ist lustig. Und es werden keine Opfer produziert. Ne? Es werden natürlich diejenigen gebeten,
die ideologisch sind, abzudanken beziehungsweise den Planeten zu verlassen. Aber das ist ja fair, oder? Also Ideologen müssen alle abdanken, alle Politiker müssen abdanken, alle Religionszüchtigen müssen abdanken, dann ist der Weg frei für das Spiel, dann ist der Weg frei für die Zukunft. Man will denen aber nichts antun, sondern die sollen gehen oder sich ihre Enklaven schaffen, wie auch immer, sie sollen wirklich die Zukunft nicht mehr weiter belästigen. Das ist absolut nicht gewünscht. Natur ist Naturschauspiel, ist Natur. Egal, egal. Es ist doch egal. Jetzt bin ich ganz glücklich von heute Abend. Hier, Spukgeschichten. Die sind spitze. Ist der Dämonenjäger Asad. Kann ich nur empfehlen. Da sind all diese Weltvernichter und die sind alle dazu, die kommen immer zum Zug, ne? Die wollen immer die Welt erobern, diese Typen, die Dämonen und so. Und der Asad weist sie immer in ihre Grenzen. Also das Gute gewinnt immer bei den Gespenstergeschichten. Also bei Asad zumindest, bei dem Dämonenjäger. Das ist genauso wie bei Jason Dark, das hat er mir auch selber bestätigt, ich durfte den ja besuchen. Bei ihm muss das Gute gewinnen. Das ist auch völlig richtig so. Ja? Aber die Dämonen sind auch nicht so böse, wenn sie dann vernichtet werden, weil dann kommt der Nächste. Das sind ja so Seilschaften. Die Dämonen, die sind ja immer in Seilschaften unterwegs. Das ist vielleicht das Letzte, was man noch sagen kann. In der Kunst ist man immer ziemlich allein. Und das ist auch gut so. Man hat seine Freunde, seine Familie, aber man ist ansonsten allein. Das Böse gruppiert sich immer in Seilschaften. Ja, in Burschenschaften, in Wurstelschaften. In Wurstelschaften, ja. Meine Herren, ey. Wenn man das alles mit Humor macht, ist das doch alles super. Ich bin auch in der Wurstelschaft Kunst. Da bin ich auch. Ja. Und ich bin immer bereit für einen schönen Schmiss. Ja. Aber das hatte alles seine Zeit, ja. Der Schmiss, mein Großvater hatte einen Schmiss. Deshalb lehne ich doch nicht meinen Großvater ab, sondern das war Zeichen der Zeit, ne, Mami? Dein Vater hatte einen Schmiss, oder? Hatte dein Vater einen Schmiss? Das kannst du ja noch beantworten. Ja. Ach, ja? Ja. Er hatte einen Schmiss. Danke. Nicht böse sein. Danke. Alles mit Humor, alles mit Humor, alles mit Humor, alles mit Humor. Ja, also jeder soll machen, was er will.